Lok wollte den Rückenwind nach 6 Siegen am Stück auch gegen Kellerkind Rathenow mitnehmen. Im Rennen um den Staffelsieg eine Pflichtaufgabe. Und der große Favorit in Gelb-Blau machte den Optikern sofort das Leben schwer. Druckvoller Beginn von den Gastgebern. Wufak. Mit Übersicht auf Abderrahmane, dessen Abschluss knapp vorbei, weil Optics Langner noch dazwischen funkte. Nach einer halben Stunde belohnte sich Lok dann aber fürs Engagement. Und wieder war Wufak im Spiel. Seinen klugen Pass musste der Torjäger nur noch veredeln. Chamaziane mit Saisontreffer Nummer 18. Schon zum 11. Mal war es das Tor zum 1:0. Rathenow, der Tabellenvorletzte, stand auf der Fahrt nach Leipzig stundenlang im Stau, schüttelte das in Probstheide aber richtig gut ab. Immer wieder wurde es auch vor dem Lokgehäuse brenzlig. Trainer-Ikone Ingo Kalisch hatte seinen Mannen gut eingestellt. Und 6 Minuten vor Schluss wurde es bitter. Abderrahmane mit dem taktischen Foul an Köhler, das gab Gelb und Freistoß für die Gäste. Aus mehr als 30 Metern hatte ein junger Bosnier eine Idee und der Plan von Emir Zajdovic ging auf. Dieser Ball schlug hinter Sievers im Netz ein. Der Ausgleich kurz vor Schluss. Aber auch trotz tückischem Wind war dieser Schuss nicht unhaltbar. Die Schärfe passte aber richtig platziert, war er nicht. Das sind diese Kleinigkeiten, die im Aufstiegsrennen richtig wehtun. Aber noch hatte Lok Zeit und es folgten wütende Angriffe. Berger mit prima Flanke auf Ziane. Aber dessen Kopfball 3 Minuten vor Schluss entschärft von Torwart Hiemann. Leipzig wollte den Rückschlag mit aller Macht verhindern und das auch mit allen Mitteln. Nachspielzeit. Noch einmal ein Ball in den Strafraum und dann ging ein Aufschrei durchs Bruno. Abderrahmane am Boden und dann der Pfiff. Aber kein Elfmeter, sagte Schiedsrichter Butterich. Der Unparteiische hatte eine Schwalbe gesehen und dafür gab's Gelb-Rot. Abderrahmane mimte das Unschuldslamm, aber er wollte den Elfer ermogeln. Richtig stark gesehen. Vom Schiedsrichter. Letztlich wurde es ein ganz bitterer Abend für Lok Leipzig. 2 wichtige Punkte verschenkt. Bei noch einem Nachholspiel kann der Abstand zum BFC erstmal nur auf 3 Punkte verkürzt werden. Ein richtiger Stimmungskiller in Probstheida in einer ganz wichtigen Saisonphase.